Ja. Oh. Ich habe vergessen, meinen Wecker anzustellen. Hi. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich kann sie leider nicht sehen. Okay. Da haben wir sie schon mal erwischt. Wo ist sie? Ah. Alter, die ist so schnell. Oh Mist. Die ist einfach zu schnell. Aber jetzt brennt sie mir jetzt ein bisschen. Oh Mist, mein Schwert ist kaputt. Aua, aua, aua! Hilfe! Lass mich los! Schwarzes Blut? Warum? Stirb! Okay. Sienna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlef hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Regis, du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlef hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich? Ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlef zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlefs Forderung erfüllen und seine geliebte Sienna befreien. No, ob das eine gute Idee ist, wage ich ja immer noch zu bezweifeln. Detlef glaubt noch, dass Sienna unschuldig ist. Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Hm. Na, dann muss sie ja nochmal her. Will Sienna wirklich befreien und Detlef ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben. Ich weiß. Aber Detlef ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Ich kann mich nicht entsinnen, vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Er darf nicht zustimmen, kannst du für Sicherheit garantiert? Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Sienas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Gut. Hast du eine Idee, wo sie ist? Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sienna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Naja. Deine Vorbehalte damit zerstreut? Nein. Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig, okay. Wie würde ich Detlef denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun, irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den Ältesten und Stärksten gehören. Mhm. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren.
Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlaff erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlaff herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erstmal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Orianna zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön. Sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Okay. Und dann? Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Sianna befreien und zu Detlaff bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlaff aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlaff zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Sie waren aber Wein reden mit Damien. Ich bin für die solide Lösung, suchen wir Juana. Ich weiß es nicht, ich muss darüber nachdenken. Es kommt mir zwar verrückt vor, aber ich mache es. Ich frage Damien nach Sian. Ich wusste, dass du mich nicht betteln lässt. Immer langsam. Ich verspreche gar nichts. Ich will mir nur einen Eindruck von der Lage verschaffen. Kommst du mit? Na klar. Viele Hände erleichtern die Arbeit. Aber sicher doch. Okay. Damien könnte in Gefahr sein. Oder tot. Meinst du? Er schien mir doch recht kampferprobt. Gegen Mensch, nicht gegen Monster. Oh, okay. Da. Wir müssen ihn erledigen, bevor er... Befehle von höheren Vampiren befolgen. Das tun sie auch nicht. Wie konnte Detlaff sie dann auf die Stadt hetzen? Ich sagte ja, er ist außer. Er kann sie seinen Willen überlaufen und mit seinen Gedanken kontrollieren. Sie werden weiter angreifen, bis er sie zurückgreift. Oder bis er stirbt. Regis? Regis? Hallo Bruxa! Regis, du stehst im Weg, verdammt mich nochmal! Aua! Nicht hauen! Blöde Schlange, wo ist sie denn? Okay, den nennen wir Subi. Überall aufgespießte. Hoppala. Hallo. Oh, ich habe den Brunnen getroffen. Mann. Boah. Das ist nicht hilfreich. Danke, Regis. Wundervoll. Schön, dass du mich auch noch wegdrängelst. Was? Da. Fußspuren. Oh ne, ich muss das jetzt untersuchen. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Dieser Geruch. Damians Blut. Er ist verwundet. Gehen wir. Ja, vielleicht auch ein bisschen schneller, Regis. Eine Straßensperre. Zwecklos. Das ist für Vampire keine Hindernis. Nö. Das wussten sie nicht. Ich konnte sie nicht vorbereiten. Ah. Hilfe. Was hast du schon erledigt? Super. Oder auch nicht? Toll. Regis, könntest du vielleicht... Regis, das sind zwei. Hallo, Regis. Würdest du, bitte? Könntest du vielleicht... Hallo, das sind... Oh, ich werde so geprügelt gerade. Was ist denn das hier? Na toll. Danke, Regis. Für nix. Hallo. Ach, toll.
Ich glaube, ich muss auch mal mein Schwert reparieren. Das wäre eigentlich ganz nett. Das waren zwei Stück. Und kriege ich denn... Wie gemein ist das denn? Zwei gegen einen. Voll ungerecht. Ich kann Bomben werfen. Das kann ich super. Auch nicht wirklich, aber... Ich muss mich umsehen. Okay, ja, gut. Da. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Ja, ja. Sie sind geflohen. Sie sind geflohen. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Plus 91. Herrlich ist es. Benötigt 46. Oh, schade. Warte mal, hier. So, gut. Dieser Geruch. Damians Blut. Er ist verwundet. Geralt, würdest du bitte zurückkommen? Ja. Warum? Was ist? Kümmern wir uns um Damian. Die Zeit läuft uns davon. Ja. Wir sind doch gerade dabei, in die Straßensperre. Ja. Zwecklos. Das ist für Vampire keine Hilfe. Das wussten sie nicht. Ich konnte sie nicht vorbereiten. Boah, ich werde schon wieder geprügelt. Regis, würdest du bitte? Danke. Boah, die sind so verdammt schnell. Herr Jesus. Ja. Regis, könntest du bitte? Regis, würdest du... Aua. Ich bin gleich tot, Regis. Ich hüpfe nur die ganze Zeit umher. Jetzt machst du sie fertig. Okay. Wir brauchen Untersuchung. Untersuchung. Hallo? Irgendwas, was man hier untersuchen kann? Geralt, würdest du bitte zurückkommen? Ja, ich. Ah, okay, da. Ich habe ich nie gesehen. Entschuldige. Habe ich nicht gesehen. Die Leiche eines Hörers. Sehr viel sogar. Förmlich ausgepresst ist er. Zahlreiche Wunden. Er muss schwer müssen sich in der Bank verbarrikadiert haben. Ja, ja. Ich kann nicht zulassen, dass sie mich sehen. Oh, toll. Super. Danke. Ja, ganz besonders. Hallo. Super. 46. Ganz allein. Diese Hurenbrut hat mir die halbe Einheit geschlachtet. Diese Hurenbrut hat auch dich fast geschlachtet, wie ich sehe. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Es hilft der Stadt nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damian, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal, deine Leute haben keine Chance. Und? Was denkst du? Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Gut. Super. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Galonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Bruxelles Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Oh. Ich habe andere Pläne. Und welche? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Wissen wir.
Aber wir müssen es nicht hinnehmen. Ihr könnt euch das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue geschworen. Ja. Es gibt Tote, es soll mehr geben wegen einer Person. Es gibt Tote. Es wird noch mehr geben wegen einer Person. Wenn die gnädige Herzogin erfährt, dass ich euch geholfen habe, bin ich dran. Und wir direkt danach. Das Risiko gehen wir ein. Ich fürchte, wir verschwenden hier nur Zeit. Komm, Geralt. Na? Moment. Er sagt es doch. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palasts eskortiert. Spielzimmer? Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Okay. Spielzimmer. Was hat die Herzogin getan? Sianna in ein Puppenhaus gesperrt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, geht mich nichts an. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kaserne zurück. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Gut, auf geht's. Aber wir müssen vorher einmal Schwert wechseln. Vielen Dank. Du hast uns sehr geholfen. Ich habe Beauclair geholfen. Das hoffe ich wenigstens. Ja, das hoffe ich auch. Für unseren Arsch. Also auf ins Spielzimmer. Aber wir müssen das Schwert wechseln. Schwert wechseln, bevor du jetzt gleich rumlaberst und... Hast du nicht gesehen? 91. Ja. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Chance auf Bluten 3%. Und ich möchte gerne wieder Vergiften drin haben. Chance auf Vergiften. Das Spielzimmer ist hinter dieser Tür. Oh, Harry, Jesus. Wo kommt der denn jetzt her? Oh, Regis. Harry, Jesus. Hinter der Tür? Verschlossen. Natürlich. Regis, ich will diese Tür lieber nicht einschlagen. Würdest du... Selbstverständlich. Ach so. Okay. Danke, Regis. Danke. Zu Diensten. Steht zu Diensten. Bevor wir hier mich... Nehmen wir alles schön mit. Weil die Renovierung des Hauses kostet. Grabesstille. Keiner da. Ein Zinnsoldat. Spielzimmer. Halt, da. Nichts unterm Teppich. Was hast du erwartet? Ein Schaukelpferd. Ziemlich abgenutzt. Ist nur viel Spielzeuggeschirr. Und Stofftiere. Niedlich. Verschlossen. Was zum... Ein Notizbuch. Eigentum von Isabelle de Roquefort, Hofgouvernante. Die Aufzeichnung von Siannas und Anna Henriettas Kinderfrau, als sie noch klein war. Keine Ahnung, ob die nützlich sind, aber es kann wohl nicht schaden, mal hineinzusehen. Ja. Sianna hat mir heute ein Bild geschenkt. Niedlich. Darauf waren frisch enthauptete Leichen in ihrem Blute zu sehen. Eigentlich doch nicht so niedlich. Ich fragte, warum sie solche Sachen malt. Das Edelfräulein gab zurück, solche Albträume habe es, seit es denken könne. Es stimmt, dass Sianna jede Nacht schreiend erwacht, es sei denn, sie schläft bei Anna Rietta. Der Fluch der schwarzen Sonne. Angeblich haben betroffene Mädchen schreckliche Träume. Einige verlieren den Verstand. Okay. Heute haben die Mädchen sich gezankt. Ich muss bemerken, dass sie sich nicht gerade wie künftige Damen betragen. Es kam sogar zur Handgreiflichkeit. Opa. Anna Henrietta schlug zuerst zu. Sianna gab ihr mit gleicher Münze heraus. Als ich sie trennen konnte, hatte Anna Rietta schon 2 Zähne eingebüßt. Sie lief zu ihren Eltern. Der gnädige Herzog wollte meine Version der Ereignisse nicht hören. Er gab Sianna die Schuld und schwor, sie ernstlich zu strafen. Anna Rietta tat, was sie konnte, um das Strafmaß zu mildern,
aber Herzog und Herzogin waren unerbittlich. Zunze. Ist man einmal das schwarze Schaf, wird man den Ruf schwer wieder los. Mhm. Das stimmt. So, ihr Lieben. Das war's dann mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.